Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Nein, doch. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. Tja, hallo Freunde, hier ist der Bambam und hier ist die nächste Doppelfolge Spannend Wars auf meinem Channel. In der ersten Runde seht ihr mich im Skoda T25 gemeinsam im Zug mit Marco 10.000 aus meinem Clan. Er fährt den Cromwell und der Suftbubbler fährt den OI, also eigentlich ein Mask Replay. Aber, wir sind hier nicht die Hauptakteure, das werdet ihr auch gleich sehen. Und aus dem Grund läuft das Ding hier unter dem Banner Spannend Wars. In der zweiten Runde sehen wir dann den Leopard PTA mal wieder. Aber da könnt ihr euch auch auf was gefasst machen. Das kann ich euch nur sagen. Jo, wo sind wir hier? Siegfried-Linie, Angriffsgefecht. Und, ja, 7er Match. Also kein Top-Tier. Na gut, haben wir uns gedacht. Wir fahren auf die linke Flanke. Fahren wir Zug und werden dann so gewürfelt, dass unser Heavy auf der ganz anderen Flanke rauskommt. Ne? Das ist natürlich geil vom Matchmaker. Wenn schon Zug, dann sollte man vielleicht auch auf derselben Seite starten können. Ne? So viele Züge sind ja hier nicht. Aber ist egal. Ist halt so. Ne? Wir haben uns dann entschieden, die linke Flanke mal hier vielleicht aufzumachen, zu spotten. Kennt ihr ja, ne? Und ihr seht, ich komme hier nicht wirklich dazu, irgendwie was aufzumachen auf dem Hill da vorne und versuche in die Mitte zu schießen. Unterdessen geht natürlich jetzt auf dem Hill was auf und pfeift mir gleich schön zwei rein. Das Funkgerät kaputt, aber gut. Da muss ich jetzt durch, ne? Da muss ich jetzt durch. Der Marco ist ein bisschen nach rechts gefahren, holt sich auch schon die erste Schelle ab. Ja, hier war eigentlich für mich schon klar, dass auf der Seite hier für mich nichts zu holen ist. Ja. Mich dann entschieden, wieder ein bisschen weiter in die Mitte zu fahren, beziehungsweise vielleicht sogar ganz in die Mitte zu fahren, dem Suftbubbler zu helfen. Ja. Weil da vorne stehen TDs und alles mögliche auf dem Hill. Da ist nicht wirklich was zu holen, habe ich mir gedacht. Ja. So. Und Marco sieht das genauso, nimmt die Beine auch in die Hand und wir fahren in die Mitte. Ihr seht, da steht die FV, da steht ein Cromwell, da steht ein AT2 und was weiß ich noch für Jagdpanzer, die man aber überhaupt nicht sieht, da hinten auf dem Hill. Da ist Schwachsinn, da hochzufahren. Ne? Also haben wir uns entschieden, hier in die Mitte zu fahren, um mal zu gucken, was wir hier aufmachen können. Ja? Wenn du den Skoda in so einem Stadtgefecht richtig gut einsetzen kannst, ist das Ding schon manchmal OP. Ne? Also der ein oder andere kennt diesen Panzer, wenn es auf einmal nur noch Schellen hagelt, ein Autoloader vom Allerfeinsten auf dieser Tierstufe. Hier hat es die Arti natürlich schon auf mich abgesehen und ja. Machen wir hier mal schnell den Schüssikowski um die Ecke rum, dachte ich, dann kriege ich es von vorne. Also ich glaube, ich habe hier noch nicht einen Schuss abgegeben und es läuft einfach überhaupt nicht für mich. Unterdessen kann auch Marco seinen ersten Kill markieren. Jetzt habe ich dann tatsächlich mal gesehen, dass da hinten der AMX steht und hallo mein Freund, jetzt kriegst du mal was zurück. Ja, ein, zwei Blindshots noch, aber die gehen in die Walachei. So, bleibe ich jetzt erstmal hier hinter dem Hill. Marco steht da vorne an der Ecke und der Suftbubbler steht noch einen Block weiter. Unterdessen macht der AMX da drüben, treibt er weiterhin sein Unwesen, aber er kriegt mal wieder eine von mir. So, die anderen beiden Schüsse sind wieder blind in die Walachei gesetzt. Ja. Jetzt komme ich nochmal drauf auf den Spotsfreund. Unterdessen hat Marco dann gesagt, pass auf, ich schnapp mir jetzt die FV. Die muss raus. Weiterer 7er Jagdpanzer. Das sind natürlich bösartige Gegner, die hier haben. 6-6 steht's und Marco macht den Angriff auf die gegnerische Arti. Da ist ihm noch im AMX, ist ihm da noch im Weg. Kann er den rausnehmen da drüben? Jawohl, den AMX nimmt er raus. Jetzt muss er auf die Arti drauf gehen. Schafft er die? Der Cromwell vom Gegner geht auch raus. Es steht 8-6. Jetzt muss die Arti raus, Marco. Er nimmt sie raus, macht seinen dritten Kill. Super, 9-6 für uns. Es bahnt sich hier an. Ein Debakel für den Gegner. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. 9-6 immer noch. 10-6. Jetzt geht der AT2 tatsächlich auch noch raus.
Und da entdecke ich hier diese Su 100 M1 auf meinem Weg zu Marco, um ihm zu helfen. Und die Su kriegt hier auch schöne Treffer. Da haben wir jetzt den GW Panther, die andere Arti. Auf die geht Marco jetzt auch drauf, aber er kann sie nicht schaffen. Und jetzt kriege ich hier die Kelle vom AMX. Und die Su hat nachgeladen. Für mich war's das. So, jetzt sind wir hier just an dem Punkt. Guckt mal, wo unser IS da unten steht. Das ist auch der Hammer, ne? Was macht der denn da unten? Naja, wir sind jetzt an dem Punkt gewesen, wo wir uns geärgert haben ohne Ende. Und gesagt haben, komm, lass uns rausgehen. Da haben wir dann gesehen, dass der Suf-Babbler ja noch im Spiel ist. Ja, der Suf-Babbler mit seinem OI, eine böse Kanone für unser Team, ist noch im Spiel. Der IS ist auch noch da. Und der Gegner hat jetzt von 10 zu 6 auf 11 zu 10 aufgeholt. Das sind die 7er TDs, die der Gegner noch hat. Das sind natürlich bösartige Gegner. Und kann der Suf-Babbler hier den Hit landen? Auf den AMX leider kann er das nicht. Ja, und überlegt sich dann wohl auch jetzt, was er hier macht. Wohin? Es ist natürlich schwierig. Die haben noch die zwei TDs, die da vorne auf dem Hügel stehen. Jetzt hier der AMX. Komm schon. Oh, nein, 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 nein. Es ist natürlich schwierig. Wo stellt er sich jetzt hier hin mit dem OI? Wenn der AMX da rauskommt, ist er natürlich platt. Das ist klar. Komm schon, AMX. Zeig dich. Hol dir deine Kelle ab. Der Arl müsste eigentlich auch gleich mal hinter dem AMX. Was macht der denn da hinten? Also alles läuft hier so, dass du sagen würdest, ich kotze hier echt gleich. Also, was ist das denn für eine verschissene Runde hier? Vor allen Dingen für mich. Also, das ist ja überhaupt nicht gelaufen. Und hier kommt jetzt der 7er. Ja, wir haben noch gesagt, fahr da nicht raus. Der macht dich weg. Ja. Er kann einen Hit noch setzen, aber der 7er Jagdpanzer hat natürlich eine extreme Kanone. Dann in die Seite vorne. Also, insgesamt hat Mask hier nicht wirklich viel gerissen. Aber jetzt beginnt der spannende Teil der Runde. Wir haben hier jetzt 4 gegen 4. Unser Team hat noch eine Arti. Und jetzt müsst ihr euch mal angucken, was der IS von unserem Team hier veranstaltet. Nimmt hier die Su 152 raus. Und jetzt guckt euch mal an, was macht der denn hier? Was macht der Junge hier? Der stellt sich jetzt da so hin, dass der Stuck nicht getroffen werden kann. Das Stuck, ne? Mal seitlich zu einem TD zu stellen, ist natürlich auch eine Weltklasse-Idee, würde ich mal sagen. Das ist eine Weltklasse-Idee. So, was veranstalten jetzt die zwei Sportsfreunde hier? Jetzt teilen sie sich auf. Der eine mit 4 HP und der andere weiß ich nicht, was der vorhat. Schalten hier mal um. Ich habe ja die... So, jetzt passt das. Jetzt kommt hier der AMX und das Sturmgeschütz versucht hinten rum zu fahren. Da haben wir den anderen TD. Ja. Sehr schön. Aber ihr seht, der IS ist jetzt auch dem Tode nahe, genauso wie auch das Sturmgeschütz dem Tode nahe ist. Und es steht 13-13. Wie geht das Ding hier aus, Leute? Wie geht das Ding hier aus? Das Sturmgeschütz gibt alles. Aber es reicht nicht. Und jetzt kippt das Spiel nochmal zugunsten der Gegner. Es sind noch 1 Minute 57. Wir haben nur noch die Badchat-Arti. Kann die hier noch irgendwas reißen? Da ist die Su zu. Da kommt der Schuss von der Lorraine. Entschuldigung, es war keine Badchat, sondern eine Lorraine-Arti. Und der nimmt hier die Su raus. So, Leute. Und jetzt haben wir hier noch 1 Minute 40. Geht hier noch was? Und ihr wisst, dieses kleine Drecksding hier ist schnell. Und die Su 100 M1 mit 5 Kills gurkt irgendwo da hinten hinter der Stadt auf dem Hügel rum. Also das war mal zumindest die letzte Position. Das weiß auch die Lorraine, tippe ich mal. Und es ist die Frage, findet der den noch? Weil Cappen ist, glaube ich, passé. Es sind nur noch 1 Minute. Er muss also die Su 100 M1 rausschießen.
Die kann ihn, glaube ich, auch mit einem Schuss rausnehmen. Tipp ich mal. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber die ist auf jeden Fall von den HPs her für ihn machbar. Er muss sie nur finden. Das ist das. Wir haben hier echt jetzt gesessen und das schafft er noch, das schafft er nicht mehr, das schafft er doch. Ey, wo ist die? Die wird doch nicht immer noch da stehen. Nein, die ist da weggefahren. Ihr wisst, wie das ist, ne? Wir haben noch 39 Sekunden. Wo ist die Sue hin? Steht die Sue immer noch da oben auf dem Hill? Kriegt er die jetzt auf? Kriegt er sie nicht auf? Wer sieht wen zuerst? Da ist sie. Und die ist One-Shot auf jeden Fall. Er muss sie nur treffen. Tschüss! Und er hat sie getroffen. Ja, Leute, 16 Sekunden waren das noch. Also, da haben wir echt mitgefiebert. Und der Typ hier mit seiner Lorraine hat das richtig gut gemacht. Er hätte auch da hinten rumgurken können und auf den Unentschieden gehen können. Aber er wollte hier unbedingt auch den Sieg. Und das finde ich echt geil. Und das hat er gut gemacht. Und da kriegt er von mir auf jeden Fall einen Daumen. Leute, wir sehen uns gleich in der Auswertung. Ja, Leute, und hier sind wir in der Auswertung von dieser bestialisch starken Runde von mir und meinen Kameraden. Ich muss mal gerade gucken, was die anderen gerissen hatten. Hier haben wir im Übrigen den Sieger des Spiels, der Dead Tomato. Danke, dass du uns diese Runde noch gewonnen hast mit 13 abgefeuerten Schüssen. 4 Treffer, 4 haben durchschlagen, 1638 Schaden hat er da insgesamt gemacht. Ja, und für eine Art, die 1,3 Kilometer durch die Gegend fahren, ich weiß nicht. Ja. Naja, okay, wir gehen mal zurück. Wir machen das mal hier zu und gucken einfach mal, was die anderen so an Schaden gerissen haben und wo ich hier stand insgesamt. Der Marco hat noch eine ganz gute Runde hier hingelegt. Guckt euch das mal an. Mit 1200 Schaden und 800 Grunderfahrung. Auch der Suffbabler hat eine gute Runde hingelegt. Ja gut, aber ne, wenn man das mit meiner Runde vergleichen tut, guck mal, wo ich hier rumgurke. Okay, es hätte besser laufen können. Aber, wenn man sich mal anguckt hier, die drei, die beiden TDs hier vor allen Dingen, zusammen 9 Kills, die hätten fast das Spiel hier noch gewonnen, wenn wir nicht Dead Tomato gehabt hätten. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Runde 2. Tja, Leute, und hier sind wir in der zweiten Runde und hier ist wie angekündigt der Leopard PTA, gespielt von Tim 12354 vom Clan Rumble. Und ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, ey, du kannst dich hier nicht ein Gefecht bringen von einem, der hier als Teamkiller rumfährt. Blau wird man natürlich nur, wenn man eine gewisse Menge an Schaden an Teammates verursacht. Über einen sehr kurzen Zeitraum. Aber selbst wenn einer blau ist, man weiß ja nicht, warum der blau ist. Was da vorgefallen war. Vielleicht hat er auch nur reagiert, ne? Kann man jetzt nicht sagen. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass er kein Teamkiller ist und das hier nicht ständig macht. Aus diesem Grund wird auch dieses Replay hier auf meinem Kanal gezeigt. Wir sind auf der Karte Westfield in einem Standardgefecht, Tierstufe 10. Der Leopard PTA, den haben wir ja schon ein paar Mal auf meinem Kanal gesehen. Ihr wisst also über die Bewaffnung dieses Fahrzeuges, denke ich mal, Bescheid. Dennoch sage ich euch, dieses APCR-Monster, das standardmäßig APCR schießt, hat eine 105mm Kanone. Ihr seht die Durchschlagskraft und den Schaden. 270, bei 390 Schaden mit Heat hat er 330 Durchschlag. Und mit den HE-Granaten, ja, 53, da muss er erstmal durchkommen. Okay, wir gucken uns jetzt mal an, was der Gute hier reißen will, was er denn machen will mit seinem Leopard PTA. Sein Team liegt schon 2-0 vorne, heavy-lastig oder heavy-technisch ist sein Team im Vorteil. Was aber ja nichts heißen soll, muss. Was haben wir denn da hinten? Wir haben einen Liberté, ein 8er Premium-Panzer der Franzosen. Auf den kommt er aber nicht drauf, beziehungsweise nicht durch, sagen wir es mal so. Schießt er da nochmal? Ne, da schießt er nicht mehr. Arti-technisch, 2 Artis pro Team haben wir. Und es steht 2-2. Ja, durch die Scheune vom Bauer Harms kannst du nicht durchfahren. Die geht nicht kaputt. Die geht nicht kaputt, da kommst du auch mit einem Panzer nicht durch. Wobei in echt, glaube ich, hätte er da durchfahren können. Naja, aber das sind andere Dinge, mit denen beschäftigen wir uns hier jetzt eher weniger. Wir sind in seiner Sicht, was kann er hier machen?
Was haben wir hier? Da haben wir auf jeden Fall ein Ziel, dem wir mal eine 400er Kelle reinpfeifen können. Dann kriegen wir sogar vielleicht noch einen drauf. Komm, 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 komm. Zack, da haben wir noch einen. Das macht doch Sinn. Ja, das macht doch Sinn. So kann man noch ein bisschen austeilen. Alles bestens. Die Grille 15 macht dann den Rest. Es steht 3-3. Der IS-4 geht jetzt hier auf den WZ los. Und ich glaube, er möchte dem IS-4 da etwas Unterstützung bieten. Im Übrigen seht ihr ja auch jetzt, ob er weiterhin auf Teammates schießt oder nicht. Wer jetzt immer noch sagt, ja, hätte ich trotzdem, gucke ich mir nicht an, geht gar nicht oder sonst irgendwie was. Der ein oder andere von euch war vielleicht auch schon mal blau und hat sich nur gewehrt gegen irgendeinen Arsch, der meint, jemanden rauszuschieben oder was weiß ich zu machen. Aber wir gehen zurück zum Gefecht. Es steht 3-7. Sie losen hier wirklich bösartig ab. Da steht eine Batchette seit. Ich komm schon! Ein Sekündchen. Das war wieder mal das berühmte Sekündchen, wo man beim Einzielen auf Nummer sicher gehen will. Und dann macht den Kill ein anderer. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Was ist denn hier jetzt gebacken? Bubi, kannst du hier nur irgendwo einen Schaden anbringen oder was? Oder wie oder was? Was ist hier mit Spannung? Wo ist die Spannung? Es muss Spannung aufgebaut werden. Wir sind ja hier bei Spannend Wars. Da haben wir wieder diesen französischen Premium-Panzer. Und er prallt erneut am Turm von diesem Ding ab. Da schießt er nochmal blind hin, ne? Ja. Da steht immer noch 4-7. Aber es ist ja ein Standardgefecht. Das heißt also, hier ist nichts zu erobern oder sonst. Er will in die Kapola oben. Und er prallt wieder am Turm ab. Aber der sieht ihn nicht. Der sieht ihn nicht. Vielleicht ist er auch hier am Lattenzaun abgeprallt. Nee, Quatsch. Der Lattenzaun hat die ballistische Flugbahn des Geschosses so verändert, dass... sag mal, ist das jetzt dieselbe Scheune wie eben? Nee. Dass das Geschoss nicht hundertprozentig dahin geflogen ist, wo es gerne hingehabt hätte, hatten hätte. Na? Da haben wir hier den WZ. Hier haben wir den WZ. Auto-Aim. Zack. Wenigstens kann er den WZ hier einen in die Seite pretzeln. Ich glaube, da hat er vor, noch einen hinzusetzen. Jetzt guckt er erstmal hier nach dem... Was ist denn das hier? Naja, es steht 6-9. Und es sieht immer noch nicht gut aus für sein Team. Die komplette andere Seite ist gefallen. Und ich glaube, deswegen zieht er sich auch jetzt hier hinter dieses Gebäude zurück. Weil er einfach nicht aufgehen möchte und von der anderen Seite Schellen kriegen will. Der IS-4 steht da vorne etwas gefährlicher. Was das angeht, ansonsten ist sein Team von der Aufteilung her, die eine Art, die steht noch unten im Tal, die andere hat sich hier hoch verlagert, ist auch gut. Ja, wäre ich auch nicht unten im Tal stehen geblieben. Oh, jetzt wird der IS da vorne in die Zange genommen, jetzt muss er dem helfen. Aber er hat halt Reload-Zeit, ne? Und die Batchet kann ein Magazin in den IS reinpumpen. Ja, schade. Er hat nachgeladen, kettet die Batchet. Oh, da spielt die M40 mit. 8-11 steht es aber halt eben immer noch. Und die Batchet hat anscheinend noch ein paar Schüsse im Magazin. Ja, hat sie. Aber ich denke mal, dass jetzt gleich Ende ist hier. Dann ist Nachladezeit. Und jetzt, ich denke mal, die wird er nicht entkommen lassen. Das wird er sich nicht holen lassen hier jetzt. Ruhig halten. Jawoll. So geht's. Nur so geht's. So, wohin jetzt? Wo fährt er jetzt hin? Es steht 10-13. 2 gegen 5. 2 gegen 5. Und er zieht sich hier jetzt zurück. Auf den Camperhill hier oben. Und er hat bis jetzt, also er hat immer noch nur einen Kill auf der Uhr. Okay, er stellt sich also jetzt hier irgendwo in diesen Camperbusch hier, stellt er sich jetzt drin. Und beim Stande von 2-5, ja, sollen die doch mal kommen.
Da hat er recht. Da hat er recht. Und hier kann er wunderbar, den habe ich gar nicht kommen sehen. Guck mal hier, T54. Und nochmal gekettet. Kriegt er jetzt seinen zweiten Kill? Jo, nochmal blind dahingeschossen. Einwandfrei. 2 gegen 4. Zweiter Kill. Wo sind sie? Was haben die denn noch? Die haben noch eine Grille 15, die haben noch einen Panther 2 und 2 Artis. Na, da bin ich aber jetzt mal gespannt hier. Ich glaube, der T-54 hat ihn gar nicht aufgemacht. Der hat ihn gar nicht hier gesehen. Was macht das Objekt? Ist das Objekt auf? Oder was macht denn das da unten? Es fährt da hin und her. Wo ist die Grille? Die Grille ist natürlich bestialisch. Ne? Die kann ihm hier auch noch einen bösen Hit verpassen. Der Panther 2 eher, denke ich mal, nicht. Wenn der Panther 2 so ist wie der Panther 1, dann schießt er eher kleine Kellen. Ne? Verteilt er eher kleine Kellen. Also der ist jetzt, glaube ich, nicht so das Problem. Eher die Grille und natürlich die 2 Artis, wenn er hier aufgeht irgendwo. Ja, was ist los? Wird ihm das jetzt zu langweilig wahrscheinlich? Er will jetzt nicht mehr warten. Er will jetzt... Da ist... Was ist denn da? Da ist die Grille. Die ist noch voll. Och, schade. Das Objekt kann der Grille noch einen drücken. Und ja, die Grille kann noch einmal zurückschießen. Sonst hätte tatsächlich hier das Objekt überlebt. Okay, er hat jetzt die Grille rausgenommen. In dem Moment, als er die Grille rausgenommen hat, war er alleine gegen 4 Gegner. Sollte er dieses Ding hier jetzt noch drehen, gibt es da doch, glaube ich, eine Auszeichnung, oder? Jetzt fragt er hier im Channel, wie viel HP der Panther noch hat. Kriegt er da Antwort? Ich weiß nicht mehr. Also, war das 1 gegen 5 oder 1 gegen 4 schon, wo man eine Auszeichnung kriegt, wenn man das schafft. Aber ist ja auch egal, wir werden das in der Auswertung ja sehen. So, die Artis vermutet er also da unten irgendwo in der Base. Wo ist der Panther? Das ist jetzt mein... So, wie sieht es mit aus mit den Verborgenheitswerten? Ich weiß ja jetzt nicht, was er geskillt hat. Der Panther ist hinter ihm. Auto-Aim. Und jetzt vor ihm die Arti. Zumindest mal die eine. Boah, der wird eng. Der wird eng, der Schuss. Ey, wie hat er den... Das könnte man zurückspulen. Der war echt sauknapp, der Schuss. Oder hat er da HE geschossen? Jetzt habe ich es gar nicht gesehen. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob er HE geladen hat oder... Ja. Alles klar. Auch der ist raus. Eben. Ja, der ging leider nicht durch, mein Freund. Denk dran, da ist noch irgendwo eine Arti. Alles klar, die andere gegnerische Arti steht in seiner Base und capped. Und er muss sich jetzt hier mit dem Panther 2 rumprügeln. Aber er trifft Auto-Aim. Bleibt auf Auto-Aim. Jetzt weg, jetzt wieder Auto-Aim und wieder ein Treffer. Der Panther, warum schießt der Panther nicht zurück? Da ist er. Zack. Und auch den Panther kann er rausnehmen. So, jetzt hat er noch eine Minute Zeit, um zurückzufahren. Schafft er das? Dann macht er hier aus dieser eigentlich fast Niederlage noch einen Sieg. Und vor allen Dingen nimmt er hier noch einen Krieger mit. Naja, gucken wir mal. Noch 44 Sekunden hat er Zeit. Es ist doch noch ein kleines Stückchen zu fahren. Also ich denke mal nicht, dass er hier noch 3-4 Schuss hat, wenn er ankommt. Also das muss schon passen. 30 Sekunden. 25 Sekunden.
Das werden nicht mal zwei Schuss. 20 Sekunden. 15 Sekunden. 10 Sekunden. Und er sieht die Artie noch nicht mal. Da ist sie. Direkt hinterm Haus. Kann er da schießen? Er schießt und trifft. Und er dreht das Ding hier noch. Wahnsinn. Und somit gewinnt er dieses Match. Ja, ich glaube, 8 Sekunden waren es noch gewesen. Ne? 8. Also, super gute Runde. Und ihr habt gesehen, dass man auch ein solches Spiel vielleicht nicht herschenken sollte, selbst wenn es dann so eng ist. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ne? Wir sehen uns jetzt gleich in der Auswertung. Bis gleich. Ja, Leute, hier sind wir bei der Auswertung der zweiten Runde und der gute Tim 12354 vom Clan Rumble hat hier ein Panzerass gefahren mit seinem Leopard. Ich habe auch nichts anderes erwartet eigentlich. Leo PTA Carry 1 gegen 4 hat er hier hingeschrieben. Er ist Verteidiger, die Verteidigermedaille hat er geholt und einen Krieger hat er gemacht am Ende. Aber die Auszeichnung hier gibt es anscheinend erst bei 1 gegen 5 und gewinnen sie, ne? Denke ich mal. Ansonsten die Medaillen hier, ja, die Mickey Mouse Orden haben wir noch ein paar dabei. Teamscore, gucken wir mal. Knappe 6000 Schaden hat er gemacht und das Objekt auch. Auch um die 6000 Schaden. Nicht schlecht, Herr Specht. Gegnerteam, boah, guck mal hier, da die Jungs waren auch nicht schlecht hier oben, ne? Naja, okay. Detaillierte Auswertung, 28 Schuss hat er abgefeuert, 23 Treffer, 19 haben auch durchschlagen. Also nicht jeder Schuss ist da angekommen, wo er sich den vorgestellt hat. 5800, ja, Damage hat er rausgehauen, einen Panzer hat er gespottet, ansonsten hat er nichts hier veranstaltet und er spielt auch kein Premium, ihr seht das. Er spielt hier mit normalem Account und kriegt dafür am Ende auch nur 3000 Piepen raus. Den Tagessieg hat er wohl auch schon drin gehabt, im Übrigen eine 9.16 Version vom 13. Dezember. Ja, Leute. Tim 12354, ich bedanke mich auch bei dir für diese Runde und ich würde sagen, Freunde, lasst einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, hier ist der Bambam und hier ist in dem Fall Spannend Wars. Bis dahin, Tschüssikowski.